Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, wie ihr sicher schon am Titel gelesen habt, machen wir es nicht essbaren. Was will ich denn da schon sagen? Machen wir Schleim. Essen kann man ihn nicht, weil da Bodylotion drin ist. Ich habe diese Bodylotion verwendet, wenn du mal verzieren würdest. Zuckerpüppchen und Speisestärke. Da steht jetzt Tee drauf. Speisestärke. Dann wollen wir mal loslegen. Als erstes macht ihr schön viel Bodylotion rein. Und ihr müsst aufpassen, am besten legt ihr euch einen Müllsack runter, wie ich gemacht habe. Schön viel Bodylotion. So, bis der ganze Boden bedeckt ist. So, das müsste reichen. Erst wieder zu. Jetzt ein bisschen Speisestärke dazu. Dann werdet ihr jetzt mal aufmachen. Abracadabra. So. Ja, jetzt ist hier gerade ganz viel Staub, fliegt jetzt hier gerade rum. Sorry, aber das kann ich nicht ändern. Am besten, ihr macht erstmal so einen halben Löffel rein. Und habt auch gut gleich eine Gabel zum gut vermischen. Wie ihr hier schon seht, wird es schon ganz klumpig. Schön vermischen. Ich mache das mal schnell. So, so müsste es dann aussehen, wenn es vermischt ist. Aber ich habe mich jetzt daran doch noch entschieden, noch ein bisschen mehr Speisestärke dazu zu geben. Und wieder gut vermischen. Ihr könnt auch Farbe dazu machen. Das mache ich dann mit Acrylfarbe. Besser wäre es aber, wenn ihr was an, wenn ihr es mit Lebensmittelfarbe macht. Sieht schon ganz klumpig. Jetzt ist das sehr trocken. Oder obwohl, ist es trocken? Nee. Alles klar. Alles klar. Machen wir noch ein bisschen. Ein bisschen mehr, ja toll, ne? Lieber zu wenig als zu viel, sag ich eigentlich immer. Jetzt ist das zu trocken. Jetzt müssen wir noch mehr Creme, Bodylotion dazu machen. Ich will immer Creme sagen. Wie gesagt, will ich immer Creme sagen. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen chaotisch wird. Aber ich mache das jetzt auch schon das erste Mal. Erst das erste Mal probiere ich das aus. Und deswegen seid mir nicht böse. Wieder schön ummischen. Und am besten, bevor es richtig fest ist, holt ihr die Farbe. Bin gleich wieder da. Wie schon gesagt, ich nehme Acrylfarbe. Und zwar rot, weil rot sieht man so gut. Machen wir mal so viel. Alles klar, und jetzt gut umrühren, dass die Farbe schön. Dass die Farbe schön gleichmäßig ist. Wir sehen uns wieder, wenn sie gleichmäßig ist. 3000 Jahre später. Ach Mann. Ich glaube, wir lassen das jetzt mal so, sonst dauert das ewig, das zu verrühren. Ihr seht, es ist jetzt schon wieder nicht so gut geworden. Also machen wir wieder ein bisschen Speisestärke dazu und alles wieder gut umrühren. Ich glaube, das war keine gute Idee, diese Acrylfarbe da reinzumischen. Weil ihr seht es ja schon, es ist nicht gerade toll geworden. Wir sehen uns wieder, wenn ich es zu. Naja, wenn ich den nächsten Schritt mache. So, nach 10 Minuten Umrühren ist es nicht besser geworden. Also noch mehr Speisestärke rein. Besten gleich einen halben Löffel. Mal gucken. Ja, deswegen habe ich gesagt, aufpassen. Ich glaube, das sieht komisch aus jetzt so. Naja, soll ja auch toll werden. Das
Sieht jetzt eher aus wie Knete. Naja, wird scheinbar auch nur Knete. Ja. Wenn ihr halt dann mit der Farbe zufrieden seid, auch wenn es jetzt noch weißlich ist, das wird sich durch Kneten dann zeigen. Jetzt muss ich mein Handy irgendwie abstellen. Ich fühle mich ja mit Handy, wie einige schon bemerkt haben. Und das tut mir auch leid, dass ich mit Handy filmen muss. Aber ich habe noch keine gute Kamera bekommen. Und ich hoffe, dass ich zu meinem Geburtstag eine von meinen Eltern bekomme. Damit ich auch tolle, dann mache ich, wenn ich eine Kamera zu meinem Geburtstag bekommen sollte, dann mache ich einen Zweitkanal und auf dem kommen dann nur noch Videos mit meinen Pferden und vielleicht sogar mit mir, wenn ich meine Mama umgestimmt bekomme. Passt auf, ich hab's ja gesagt. Ja. Boah. Alter, das ist ja voll der... Voll die schleimige Farbe grad. Das ist voll komisch. Das müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Das ist voll... Voll komisch. Voll klebrig, aber auch unklebrig irgendwie. Durch die Farbe ist es scheiße geworden. Seht ihr? Durch die Farbe ist es doof geworden. Ich glaube, ich mache es nochmal mit weißer Farbe. Dann, ja, ich mach's nochmal. Ihr seht ja, wie schrecklich das jetzt geworden ist. Auf jeden Fall ein geiles Erlebnis. Halt doof, dass es nicht funktioniert hat. Weil man saut sich richtig ein und das wollte ich eigentlich vermeiden. Weil ich gerade geduscht habe. Aber man kann damit geile Kugeln formen, ohne dass es klebt. Bitte, eine geile Kugel. Man muss halt sich schnell bewegen. Das ist voll geil, irgendwie. Irgendwie voll geil, aber auch irgendwie voll scheiße. Und ich hoffe, dass meine Mama sich umstimmt, dass ich auch mal ein Video machen kann, wo ich mich halt zeigen darf. Und auch mehrere öfters mal Videos, wo ich mich zeigen darf. Aber ich finde das irgendwie voll geil geworden. Wenn ihr halt immer schön viel Speisestärke nimmt, dann klebt das auch gar nicht. Ich gehe mal schnell meine Hände waschen und dann knete ich weiter. Wir sehen uns gleich. So, ich bin wieder da mit sauberen Händen und habe mich dazu entschieden, noch ein Löffelchen Speisestärke dazu zu geben. Damit es einfach besser ist. Damit es nicht einfach so ist. Ich weiß nicht, ich kann das kaum. Ich habe meine Kamera und mein Handy schön platzieren. Ich kann das wirklich sehen. Das Klappen tut es leider nicht. Dann sieht man nur so. So die Kante. Oder halt so. Dann muss ich es halt mit der Bodylotion platzieren. Die geht um. Dann lasse ich euch so reichen. Dann stelle ich das so dahin. Schön. Aber wenn man den Bodylotion nochmal drüber macht, das ist voll die geile, wenn man den nochmal
Speisestärke drüber macht, ist voll die geile Erfahrung mit Speisestärke. Wenn man Speisestärke nochmal drüber macht, das ist voll der geile Knetstoff irgendwie geworden. Ich mache das jetzt auf jeden Fall nochmal. Ich könnte jetzt ewig mit dem Ding spielen. Ich mache das nochmal und dann blende ich euch, dann zeige ich euch, dass, wie das dann nochmal geworden ist, ohne diese rote Farbe. Und dafür muss ich jetzt erstmal alles auswaschen gehen. Das war geil. Wir sehen uns gleich, wenn ich euch mein anderes präsentiere. Also wir haben jetzt 30 Minuten später. Und ich habe jetzt die ganze Zeit umgerührt. Und dann wollte ich gerade anfangen, das die Hand zu nehmen und zu kneten. Und übrigens, ich halte gerade meine Kamera selbst. Oh, mein Handy ist jetzt auch voller Speisestärke. Und das kommt bei raus, wenn man dieses Zeug kneten will. Ohne dieses pinke Zeug passiert das. Wer das jetzt eklig findet, braucht er meine Videos nicht gucken. Und bitte keine fiesen Kommentare unter meine Videos. Wem meine Videos nicht gefallen, brauchst du ja nicht gucken. Ich finde es nur gerade voll cool, hier so ein bisschen rumzumanschen. Für manche sieht das jetzt widerlich aus. Und so dreckig ist dann die Tüte geworden. Also legt euch auf jeden Fall eine Tüte an. Und damit verabschiede ich mich mit einer dreckigen Tüte. Bye! Und schreibt mir in die Kommentare, ob ich mehr so eine machen soll.